Moin, ich bin Kai von Kalles Angelshop und heute haben wir Guillaume von der Firma Delalande aus Frankreich zu Gast und er wird uns heute mal zeigen, wie die Gummiköder von Delalande montiert werden, speziell als Beifänger montiert werden. Hat er hier so ein paar Sachen mitgebracht und das gucken wir uns jetzt mal an. Also heute habe ich ein paar kleine Köder mitgebracht. Diese Lançon Sélix, das ist hier ein ganz klein Aalimitat. Das ist super zum Beifänger an. Es gibt ja verschiedene Größe, ab 7 cm, 10 cm, 13 cm bis 23. Warum sind Beifänger denn beim Dorschangeln so wichtig und wie sollte man sie montieren, dass sie vernünftig laufen und Fische fangen? Also ich benutze ganz oft diese Köder als Beifänger, manchmal auch zum Barschangeln, aber vor allem ja natürlich auf Dorsch, weil ich angel auf Dorsch natürlich, aber auch ganz viel auf Seelachs, manchmal auch auf Wittlinge und die beißen auf kleine Gummifische am besten. Deswegen habe ich eine größere Köder zum Dorschangeln und oben eine kleinere Köder, 7 bis 10 cm als Beifänger. Also den großen Köder, damit ich das Gewicht habe, dass ich runterkomme. Genau, Und das der ist kleine so. Köder ist der, den die Fische dann mal so als Leckerei zwischendurch. Genau. Und Ja. das macht manchmal auch die Fische sehr aggressiv, weil die sehen einen ganz kleinen Futterfisch und dann einen Räuber dahinter. Und die beißen einen von den beiden, manchmal auch, wir haben auch Doubletten, das ist ja auch schon interessant im Schwarm. Ja, also ich finde diese Montage super einfach und ganz interessant. Also der Futternaht spielt auch eine große Rolle dabei, warum wir Beifänger fischen. Und die Montage der Köder und die Montage der Vorfächer, dass man das selber machen kann, ist eigentlich kein Hexenwerk. Das kriegt jeder eigentlich hin. Das sind ein paar Knoten, die man können sollte. Und das zeigen wir euch jetzt. Wir zeigen euch jetzt die Vorfächer und die Knoten mal mit farbigen Schnüren, damit man das besser erkennen kann. Wenn wir jetzt hier nur mit Fluorcarbon-Vorfächern arbeiten würden, dann würde man das auf der Kamera schlecht erkennen. Deswegen haben wir jetzt mal ein paar farbige Schnüre genommen, damit wir euch das besser zeigen können. Jetzt binden wir als erstes einmal einen Seitenarm in die Hauptschnur und an den Seitenarm können wir nachher den Beifänger montieren. Ja, man muss darauf achten, dass die Knoten sauber gebunden sind. Wir müssen Knoten verwenden, die sich nicht selbst abscheren, sondern die müssen eine gute, gleichmäßige Druck- und Kraftverteilung haben, damit der Knoten auch vernünftig hält. Und die Knoten beim Strammziehen einmal ein bisschen anfeuchten, bevor wir sie richtig stramm ziehen, damit möglichst wenig Reibungshitze entsteht und die Knoten nicht durch die Reibungshitze halt geschwächt werden und aufgeraut werden. Und ordentlich stramm ziehen. Oh. Als Bonus. Allgemein bei Knoten ist es wichtig, gerade beim Angeln die Knoten, die wir oftmals mit monofilen Schnüren machen oder mit geflochtenen Schnüren, dass die Knoten haltbar sind, dass sie schnell gemacht sind, dass die Schnüre möglichst wenig Tragkraft verlieren, weil jeder Knoten schwächt die Schnur. Ich muss darauf achten, dass die Knoten vernünftig stramm gezogen sind, weil wenn die nur halbherzig stramm gezogen sind, wenn da Luft drin ist und all solche Sachen, ist die Reißfestigkeit lange nicht so hoch, als wenn ich einen Knoten wirklich sauber und vernünftig stramm ziehe. Jetzt zeigen wir den Knoten noch einmal mit der dickeren Leine hier. Wir wollen jetzt hier kein Auto abschleppen, aber wir wollen, dass ihr das einmal besser sehen könnt. Gelb ist mein Hauptschnur mit Snap hier und die blaue wird mein Seitenarm. Ganz einfach, ich möchte meinen Seitenarm oben so haben. Deswegen mache ich diese kurze hier einmal so, dann dreimal die beiden, also blau und gelb. So ist das. Jetzt würden wir den unteren abschneiden quasi, ne? Richtig? Genau, hier der Klein wird geschneit und hier ungefähr 10 cm Seitenarm, nicht länger. Ja, das mache ich auch meistens. Nicht zu lang, ich habe eine Zeit lang immer sehr lang gefischt auch, aber das dreht dann doch oftmals ums Hauptvorfach rum. Genau, und es macht auch Knoten. Ja. Das ist ja. So, jetzt haben wir den Knoten gemacht. Jetzt stimmen wir noch die Länge des Vorfaches ab. Dann kriegt die ganze Geschichte noch einen Haken und einen Einhängepunkt, quasi einen Snap für den großen Köder.
für den großen Gummifisch oder den kleinen Pilker unten drunter, je nachdem, was wir da anmontieren möchten. Genau, das geht super mit Pilker, mit Gummifisch, mit Blinker auch, einen Blinker zum Meerforellenangeln zum Beispiel. Ja. Das mache ich auch ganz gern mit ganz kleinen Gummifisch. Viele machen auch mit kleinen Flieger. Ja, richtig. Das ist auch das Gleiche. Das ist praktisch mit dieser Montage. Du kannst auf Meerforelle, Dorsch, Seelachs, also fast alle Fischarten mitfangen. Und oben als Einhängepunkt für die Hauptschnur, da kann man wählen entweder eine Schlaufe oder, was ich oftmals gerne mache, ein kleines Tönnchen oben rein, dass ich dann die Hauptschnur immer schnell einhängen kann, dass ich mir das Vorfach wechseln kann. Wenn ich verschiedene Beifängervorfächer montiert habe mit verschiedenen Ködern, brauche ich nur schnell das Vorfach aushängen, den nächsten reinhängen, fertig. Ein Vorfach für mich ist ungefähr 1 Meter lang. Auch schon recht lang, ne? Ja, dann habe ich hier, ja, ich zeige ungefähr 20 cm. Das reicht. Und ich mache meinen Seitenarm ungefähr 30, 40 cm über dem Grund. Also schon weit über dem Grund, würde ich sagen. Hier habe ich wieder die 2 Schnüre. Ich mache den Knot ganz einfach. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Hier. Das ist für, ja, ganz schnell meine neue Beifänger zu montieren. Okay, jetzt brauchen wir Haken. Ja, welche Sorte Haken wählen wir? Also ich benutze am besten diese Haken, also lange Haken. Ohne Bleikopf? Ohne Bleikopf. Es gibt einige, die montieren mit kleinen und leichten Bleikopf. Ich nicht. Einfach Haken. Die sind kleine Köder, die müssen auch schwimmen. Mit J-Kopf, das ist immer runter und das mag ich nicht. Ich möchte etwas leichter als möglich. Deswegen einfach Einzelhaken, lange Haken, weil ich benutze lange Köder. Die sollen schweben und eine leichte Bewegung produzieren. Genau. Deswegen ganz einfach Einzelhaken, lange Haken passen für die Köder. Also für die 10 cm benutze ich Haken Nummer 2. Das ist eine gut passende Größe für den Köder. Also ich finde immer, beim Haken stramm ziehen, was viele immer nicht mögen, mit irgendwelchen Zangen und sowas, weil die Angst haben, sich den Haken in den Finger reinzupieken, finde ich immer, habe ich das bei Jerome auch gerade gesehen, mache ich auch immer, den Daumennagel so als Schutz nehme, den Haken darüber, dann kann ich hier richtig an der Schnur dran ziehen, den Haken stramm ziehen, ohne dass ich mir den Haken in den Finger pieken kann. Das Einzige, was es höchstens gibt von dem Widerhaken, einen kleinen Kratzer auf dem Daumennagel. Die Notaufnahme bleibt mir erspart. Ja, alternativ zum Haken stramm ziehen kann man natürlich alles Mögliche nehmen, wo man den Haken reinhängen kann. Da gibt es zum Beispiel hier so einen Griff von der Schere, geht auch ganz gut. Rein. Ja. Da würde ich aber immer so ein bisschen den Haken so halten und dann stramm ziehen, weil wenn ich den nur so halte und ziehe wie ein Ochse, dann mache ich irgendwie den Haken gerade, wenn ich dünne Haken habe. Bei kräftigen Haken, da geht das ganz gut, aber ansonsten nehme ich immer meine beiden Finger hier so gegen und ziehe dann stramm, dass der Haken nicht aufbiegen kann und dass ich ihn vernünftig stramm gezogen kriege. Ja, wie ziehen wir diese Gummis auf? Da haben viele immer Schwierigkeiten mit, das erlebe ich jeden Tag hier bei uns im Laden. Die Leute kaufen am liebsten vormontierte Gummiköder, weil die alle nicht wissen, wie sie den Haken draufkriegen. Ich muss den Köder so präsentieren. Das heißt, ein Haken muss voll in den Köder sein. Aber man kann sich, wenn man sich da unsicher ist, ein paar kleine Hilfsmittel machen, indem man einfach auf der Höhe, wo der Haken herauskommen sollte, sich einen kleinen Piekser reinmacht in den Gummi, dass man dann eine Orientierung hat, bis da muss ich den Gummi aufschieben, um da den Haken rauskommen zu lassen. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann geht das ja eigentlich völlig automatisch, dass man die richtige Länge hat. Dann ist es wie ein Wurm. Ja. Ganz einfach. Hier pushen. Und dann ziehen. Zack. Und so ist er montiert. So ist mein Haken komplett in den Köder. Was nehmen wir denn? Also momentan... Sommer haben wir auch. Ja,
Aber Futterfisch haben wir ganz viel. Ganz, ganz viel Hering momentan. Deswegen fische ich momentan am besten mit natürlicher Farbe. Also Heringsfarbe. Ich weiß, dass viel bleiben mit dieser Orange, Rot, Schwarz und so. Aber momentan ich fische ganz viel mit natürlicher Farbe. Es gibt viel Futterfisch. Die sind Hering. Die sind in dieser Farbe, so blaue Farbe ungefähr. Und ich benutze am besten zwei Köder. Diese Speedfaktor, blaue Farben mit Glitter und diese Sweatshirt auch vormontiert mit Offset wegen die Enge um Kraut, das ist auch praktisch. Und auch Ringsdekor. Hm. Natürlich bleibt diese orange Farbe. Das sind Klassiker zum Dorschangeln. Genau, hm, diese absolut klassische Farbe natürlich hm, auf Gummifisch, auf Pilke auch. Ja. Hm. Das sind die Klassiker, die laufen fast immer. Das ist ja keine Frage, aber wie gesagt, momentan bleibe ich bei Heringsdekor. Ganz einfach auf dem Montage. Und jetzt, so sieht mein Montage. Größere Köder kann am Grund lassen, auch auf dem Tutterhute zum Beispiel, geht auch ganz gut. Da habe ich immer einen guten Bodenkontakt denn. Ich spüre, wenn der Köder auf dem Grund ist und der Kleine eigentlich. Man kann schon fast sagen, der Haken ist spitz. Der gewichtslose Köder, der schwebt einfach mit. Und ich weiß genau, dass er so ein Ende über den Grund ist, weil ich halt mit dem schweren Bleikopf immer einen guten Bodenkontakt habe. Genau. Habe ich gleich beides abgefischt. Das mal das Gleiche mit kleinen Blinkler zum Beispiel zum Meerforelleangeln. Oder im ganz flachen Wasser. Oder flach, genau. Ganz einfach werfen, kommen, das bleibt fast an der Oberfläche und dieser kleine Gummifisch, der bleibt auch 20, 30 cm unter der Oberfläche und schwimmt auch bei. Also egal horizontal, vertikal, diese Beifängermontage funktioniert ganz gut. Und je tiefer es mir wird oder umso mehr Drift ich kriege, dann kommen wir irgendwann hier schon nicht mehr um Pilger rum, weil die eine schnellere Sinkgeschwindigkeit haben. Sowas hier wird ans gleiche Vorfach montiert. So habe ich halt ein Vorfach für alle möglichen Angelmethoden. Ich bin noch immer 3-4 Stück mit verschiedenen Hakengröße. Dann sind die für 10 cm, 7 cm, 12 cm Köder und das reicht. Also von die Schnür habe ich am besten 30er Flur. Also das reicht voll für die Fische hier. Und ja, das egal für Werfen für Meerforelle oder für Dorsch flach mit Blinker oder zum Vertikalangeln mit Pilker, das reicht. Ja. Wir montieren das Ganze jetzt noch einmal mit kleineren Ködern, zum Beispiel fürs Barschangeln oder fürs Angeln im Frühjahr und im Herbst, wirklich im flachen Wasser. Da fangen wir die Fische teilweise mit ultraleichtem Gerät in 3-4 Meter Wassertiefe, vielleicht maximal 6 Meter Wassertiefe. Bei ruhigem Wetter, da können wir wirklich ganz leichte Spinnrouten nehmen, mit 10 Gramm Ködern angeln und das macht einen Riesenspaß. Klar, deswegen zeige ich jetzt mit Haken Nummer 8, also ganz, ganz klein. Ich mache auch dasselbe. Ich mache jetzt das Gleiche. Ja, und gerade mit so sehr leichtem Gerät vom Kajak aus oder vom treibenden Boot aus, ganz früh morgens oder abends, kurz vor Sonnenuntergang, in so flachem Wasser, bei ruhigem Wetter, macht riesen Spaß. Ne? Das ist ja super. Ne? Da läuft die Rolle auch mal rückwärts. Ja. Das Gleiche, ganz kleine Haken, ganz kleine Köder. Hier 7 cm. Mit dem hast du sogar noch letztes Mal Heringe gefangen, ne? Mit dem Gummi. Ja, oft. Oft gefangen beim Seelachsangeln. Manchmal bin ich mit diese ganz kleinen 7 cm Köder und die Heringe, die haben keine Angst auf diese 7 cm Gummifischen. Das ist ja am besten in diese Farbe. Transparent mit ein bisschen Pink und Schwarzglitter. Hering mit Gummiködern, das ist jetzt der neue Trend. Ja, ja. Dieses Jahr über 40 Stunden gefangen.
Vielen Dank, Leo. Gerne. Wir haben den Leuten jetzt mal ein paar Sachen gezeigt, glaube ich, mit denen sie erfolgreich losgehen können. Eine recht einfache Montage, die man vielseitig einsetzen kann. Und wir hoffen, ihr habt ein bisschen was daraus gelernt. Ihr könnt einiges mitnehmen und werdet da Erfolg mit haben. Danke fürs Zuschauen. Daumen hoch. Folgt uns auf Facebook oder Instagram. Kommt gerne bei uns im Laden vorbei. Wir zeigen euch das dann auch mal persönlich gerne. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.